Test, Test. Creepy Jar, Green Hell. So, meine lieben Freunde, Hallöchen und herzlich willkommen. Gamepad erkannt, möchtest du die Eingabemethode festlegen? Ja. Tastatur und Maus. Ich probier's mal, ob es mit dem Gamepad geht, das wäre super. So, ja, folgendermaßen, ich wollte gerne mal, ja, das kann man so lassen, ich wollte gerne mal dieses Spiel mal antesten, also wie gesagt, Let's Test-Reihe habe ich ja mal gestartet und dementsprechend habe ich mir gedacht, kann ich mal Green Hell machen, Überleben, Herausforderung, Geschichte. Ein Spaziergang, willkommen im Dschungel, Dschungelkönig, grüne Hölle, weitere Modi, Benutzer definiert Touristen, ruhiger Modus, ohne feindliche Angriffe, im Dschungel lauern keine gefährlichen Tiere. Für Spieler empfohlen, die sich auf Geschichte und Erforschung konzentrieren wollen. Geistige Gesundheit aus, feindliche Stimme, etc. Okay, ich würde sagen, aber willkommen im Dschungel, ausbalanciertes Survival für alle Spieler empfohlen. Machen wir mal komplett neu. Sprich, ich werde jetzt dieses Spiel mal so ein bisschen antesten. Wir haben es ja schon mal ab und zu mal gestreamt, dabei die Streams permanent oder regelmäßig gelöscht werden, habe ich mir gedacht, machst du jetzt mal ein offizielles Let's Test daraus. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Spiel so sehr wie mir. Es kam ja seit letztem Mal, weil es ist ja schon ein paar Jahre her, als ich das angestreamt hatte, einige neue Updates. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keine Ahnung. Es fühlt sich eher so wie neu an und ich hoffe, ihr genießt das genauso wie ich. Und daher wollen wir mal schauen. So, der Ladebildschirm ist relativ lang. Ist aber schön gemacht. So eine eigene Dschungelzeichnung. Ja, ja, mit ein bisschen Übung würde ich das auch hinkriegen. Aber jetzt so aus dem Stegreif raus müsste ich das verneinen. Jo, genau. Auf jeden Fall, offiziell mache ich jetzt hier mal einen Let's Test raus und gucken wir mal, wie es so läuft. Ich hoffe, das klappt mit dem Gamepad super. Ich habe mich jetzt mittlerweile so stark gewöhnt mit einem Controller, also hier mit dem Xbox One Controller, diese ganzen Sachen zu spielen oder anderen diversen Gamepad-Devices. Aber mit Tastatur und Maus habe ich schon sehr, sehr lange nichts mehr gespielt. Tag 1. Okay. Okay, aber... Okay. I'm here. Hey, ah, okay. I made it! Is everything all right? Yeah, you can come up. You do know you have the walkie-talkie, right? You can come up. Just go ahead. Mm-hmm. I need to find something in my backpack. I bet you want to nap some more. I know you all too well. Oh, maldición. Can't hide anything from you. Nope. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. Mm-hmm. I know. Alles klar. Gut, wir können uns einigermaßen bewegen. Einigermaßen frei. Finde ein Lager. Wir können hier am Anfang noch nicht so machen. Oh, have you tied down the bow? Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. Yeah, the place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jabahuaca village. Alles klar. So. And what if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Mm-hmm, mm-hmm. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Okay, wir müssen ein Lager finden.
Die sind also hier auf dem Dschungel aufgebrochen, um mit einem Stamm zu kommunizieren. Die Frage ist, Okay, we found the tent. Is everything all right? The camp looks impressive. They put up a tent for us. Looks like everything's ready. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Alles klar. Am ersten Tag haben wir das Lager gefunden. Super. Auf jeden Fall ist es halt so, wie es in einem Dschungel. That's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to harmless, do this. Harmless, bad angel. Okay. Ja, die sind relativ harmlos und so weiter und so fort. Okay. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Okay, irgendwas ist Sanbo Hunters. Okay. Wähle ein Outfit, Ort für ein kleines Lagerfeuer hier. Ich lese mal die Sachen vor. Der verlorene Stamm. Das hier ist ihr Land, ihr Erbe, wie schon seit tausenden von Jahren. Jeder, der hierher kommt, muss das respektieren. Es ist 3 Jahre her, dass wir sie zuletzt gesehen haben. Oft reagieren sie mit Furcht auf das Unbekannte. Es ist verrückt, aber wir brauchen dringend ihre Hilfe. Unser ganzer Plan hängt davon ab. Okay. So, wir müssen jetzt einen Platz finden. Gibt's hier noch irgendwas? I know it's common amongst Amazon tribes, but it's still worth writing down in your book. The dart frog, one of the deadliest amphibians on the planet, is completely harmless for the natives thanks to some kind of vaccination. The Jabahuaca, like many others, burn their skin and then puncture themselves administering small doses of frog poison. They keep repeating the process every once in a while to stay fully immune to it. It's barbaric for us, but it's an everyday routine for them. Okay, also die tun sich mit Pfeilgiftfröschen. Ah, hier sieht man es auch nochmal. Dank des Kanbo-Rituals ist die tödlichste Amphibie auf diesem Planeten für die Einheimischen absolut ungefährlich. Südamerikanische Stämme entziehen dem lebendigen Frosch sein Gift und durchstechen die verbrannte Haut von Kindern mit kleinen Giftdosen, bis sie immun gegen das Gift sind. Das klingt cool, ja, auf jeden Fall. Was haben wir hier? Jabahuaca. Die Jabahuaca leben tief im Amazonas-Regenwald und sie gelten als einer der 80 verborgenen Stämme dort. Sie fürchten die moderne, grausame Welt und leben daher sehr isoliert. Werden sie uns willkommen heißen? Sie sind der Schlüssel und der einzige Hinweis darauf, weswegen wir hier sind. Okay, wähle ein Ort für ein kleines Feuer. Okay. Rucksack untersuchen, herstellen. Okay. Ach, nee, ich glaube, das kannst du hier mit Dingsbums total vergessen. Hallo? Sekunde, das muss ich nochmal neu machen. Steuerung. Maus übernehmen, ja. Gut, so. Hier können wir noch nichts machen. Okay, wir haben 2 Bananen. Wir haben ein paar Seile, okay. Machete. Oh, das nehme ich. Ups. So, Untersuchen, herstellen, Tagebuch. Ah, stimmt, es läuft über das Tagebuch. So ist jetzt die Frage, wo will ich das kleine Feuer herstellen? Sieht eigentlich für mich hier ganz gut aus, weil wir da auch schon eine Sitzgelegenheit haben. I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porters left. So, wir brauchen jetzt erstmal kleine Stöcke. Is anything missing? I'm not sure yet. But it feels that way. So, okay. Das kann ich fallen lassen. Erstmal kleine Stöcke nehmen. So, okay. Bin ich mal gespannt, wie das Spiel so bei euch ankommt. Ob wir daraus wirklich mal so ein kleines Let's Play oder so draus machen. Bei Dayland habe ich das ja auch nachgefragt, aber da war das relativ still.
Und von daher, jo, hallo, kleiner Stock, okay, das ist zwar ganz nett, aber warte mal. Okay, zwei Macheten, das ist okay. Erweitern. Herstellen. Warte mal. Sammeln. Ich glaube, den kann ich das. Das habe ich kleine Stöcke draus gemacht. Okay. Gut. So, ansonsten fühlt sich die Steuerung ein bisschen schwammig an. Ich weiß nur nicht, ob es an der Steuerung liegt oder an was. So, aus diesen großen Dingen. Okay, haben einige Stöcke. Machen wir natürlich auch. Ist jetzt die Frage, ich glaube, 10 Stöcke können wir sammeln, ne? Genau. So, dann mache ich daraus einfach mal kleine Stöcke, dass wir da schon mal ein paar voll haben. Wie viel kriege ich denn davon? 2, okay, alles klar. So, ich finde es gut. Ich weiß nicht, ob es beim letzten Mal das auch gewesen ist. Ich finde es aber auf der einen Seite ganz gut, dass wir jetzt doch so ein kleines Zielvisier haben. Well, looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Irgendwie war das klar. Don't tell me. Yeah, we have no fire. Okay. Not a single lighter, nor box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. Na gut, wir haben also kein Feuerzeug. Das ist natürlich doof. Nee, warte mal, war das mit Q, war das mit E? Nee, ich glaube, das war mit... Mist. Ja, ich kann Steine werfen. Man muss nur gucken, wie ich das Tagebuch jetzt öffne. Achso, mit N. Entschuldigung. Okay. Stock oder Feuerbrett. Gut. Genau, da können wir jetzt einen Handbohrer draus bauen. I need to find something dry. Okay, wir müssen jetzt irgendwas Trockenes finden. Trocken sind damit hier diese Blätter gemeint. Die sehen auch schon einigermaßen trocken aus. Ich glaube, wenn wir die abernten, dann haben wir eigentlich gutes Material. So. Das nehmen wir mal mit. Trockenes Blatt. Nein, ich nehme erstmal die normalen Palmblätter. Dass die sich mal irgendwo hinlegen. Kann ich die hier? Okay, super. So, Lianen mitnehmen ist immer eigentlich eine gute Idee. Wunderbar. So, hier haben wir noch ein normales Palmblatt und hier auch. Und hier auch. Der Rest ist einigermaßen trocken. Super. Dass ich Dinge hier so gefühlt rumfliegen, ist ein bisschen weird. Aber na gut. Was ist hier? Warum sind die zwei Dinger drei hier hingeflogen? Na gut. Klappt noch nicht so ganz perfekt, aber will ich mich mal Vogelnest. Auch super, passt. Wollen wir mal Feuerchen machen? Drücke rechte Mausbutton und wähle benutzen.
Eins. Bitch! Warum fängt er an zu fluchen? Oh, Mia! The fire is burning. Coming. Give me a minute. Alles klar. Sehen wir erstmal die Mia beim Fire Burning. What? You seem so calm. Sieht so ruhig aus. Ich bin ruhig. Ich weiß nicht, wie ich das klären soll, aber irgendwie fühle ich mich hier sicherer als dort. Oh, I don't know. Ich weiß nicht. Jaguar, giftige Spinnen, Schlangen, die Skorpione nicht zu vergessen und der Biss einer einzelnen Ameise brennt schon wie die Hölle. Mere ants bite hurts like hell. I am well aware of that. Ist mir durchaus bewusst, aber trotzdem, wir haben die Chance, etwas zu erreichen, etwas zu bewegen. Zu Hause wären wir hilflos gewesen und hätten nur abwarten können. Da ist mir die Wildnis lieber. I'll miss you. And I'll be worried. But I'll do some work in the meantime. When we meet, I should be able to catch a fish and start a fire with a single spear strike. You say you'll be afraid, and yet you are in high spirits. That's what I like about you. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Alles klar. Die Tage vergehen hier relativ schnell. Aber ich glaube, das gehört einfach zur Story dazu. So, unsere Mia, glaube ich, ist schon weg. Können wir irgendwas nehmen? Nee, ne? Also ich bin mit meiner Frau Mia auf Expedition. Hey Mia, sag hallo. Hey Mia. Hey Mia, say hello. Oh, hello. Das Zelt steht, also können wir direkt mit deiner Arbeit loslegen. Ich werde neue Pflanzenarten indexieren und Mia, kannst du erklären, was du tun wirst? Okay, ich lese einfach nicht vor, ich lese mir in Ruhe durch. Okay, that's all for now. It was Mia and Jake Higgins, day one. Alles klar. So, Liane der Seelen. Der Effekt psychedelischer Substanzen hält normalerweise mehrere Stunden an. Währenddessen erleben die Zeremonieteilnehmer eine spirituelle Offenbarung. Ayahuasca darf nur im Beisein eines Schamanen getrunken werden und außerdem als Führer dient. Alles klar. Gut, gibt's hier noch irgendwas? Schädelkrieger. Gestern sind am Ufer seltsame bemalte Krieger aufgetaucht, als wir vorbeifuhren. Wer sind sie? Unsere Freunde, die Yabahuaga, scheinen nicht über sie reden zu wollen. Okay. Ich bin im Dorf. Melde dich über Funk bei mir, wenn du aufwachst. PS, ich habe dir ein kleines Geschenk dagelassen. Deine Mia. Hallo? Mia? Hey, Sleepyhead. Finally up? Ups. You left already? Why didn't you wake me up? You know I hate farewells. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me. That's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Alles klar. Wir haben also jetzt eine Uhr. Die zeigt unsere Gesundheitsstände an. Das ist eigentlich ganz gut. Eine coole Uhr. Frag mich bitte nicht, wie das geht, aber so ist es. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a
macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell me about it. Alles klar. So, hier haben wir sogar ein Komm. Ja, okay, 14 Uhr, Montag, 11. Januar. Ein Kompass und hier zeigt die Uhr an, was wir so haben. Okay. So, besuche das Zelt nach was Nahrhaftem. Ja, das machen wir doch gern. Können wir gleich mal essen. Okay. Neuer Dialog freigeschaltet. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Brave girl. Thanks for the encouragement. Looks like I'm on my own from now on. We can't get in touch so often as long as I remain in the village. Been thinking the same, but didn't want to say it. I really don't want to lose touch. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Alles klar. Schau dir das Korkenbrett an. Hier, machen wir. So, was haben wir hier? Wir können jetzt endlich mal ein bisschen steuern. So, Tabakpflanzen heilen Bisse von giftigen Tieren ganz vorzüglich. Aber was heilen sie noch? Ich habe diese Pflanze auf der Nordseite des Lagers entdeckt, nachdem ich einen Felsen hochgeklettert bin. Habe ich ein ganzes Beet davon entdeckt. Ein guter Anhaltspunkt. Okay, wir können hier viele Sachen nochmal nachlesen. Das, was wir so gesehen haben. Diese Stämme, wie sie sich gegen das Fallgefrosch so ein bisschen immun machen. Die Yabahuaca etc. etc. Begib dich nach Norden und finde ein Tabakpflanzengedöns. Okay. Trotzdem würde ich gerne hier nochmal gucken, ob wir hier noch irgendwas haben, was wir gebrauchen können. Weil ich glaube, das werden wir brauchen. So, was haben wir denn hier? Zwei neue Sachen. Okay, sechs Sachen von denen hier und hier. Feuerbrett. Warum haben wir zwei Feuerbretter? Aber gut, wir haben noch die Haltbarkeit 100%. Nehme ich erstmal das hier. So, wir haben jetzt mit Stöcken alles voll. Geh nach Norden. Was ist das hier? Ich will nicht zu lange. Erweitern, sammeln. Hier können wir kleine Steine draus machen. Das ist super. So, hier lang müssen wir. Dann geht es, glaube ich, auch weiter. Aber trotzdem würde ich hier gerne nochmal ein paar Sachen sammeln. Ich werde hier vermutlich ein bisschen stiller sein, weil mir hier auch natürlich auf viele Sachen achten muss. Mal gucken, wie viele Steine, ja, 11 Stück, das passt. Kriegen wir das hin? Fuck me. Mia. I know I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Just Mio, are you okay? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself.
Okay, achte auf deinen Körper, super. Warte mal. Nee, warte mal. Halte Back gedrückt. Ja, super. Das ist scheiße, weil ich hier ausgestellt habe. Ah, das wird echt grausam. Irgendwie kann ich abblocken. Och, Mist. Warte mal. Das kann doch nicht sein. So, wo haben wir das denn? Demontieren, pflügen, vorwärts laufen, angreifen, Block, zielen, werfen, Rucksack, Tagebuch, Navigationsrad C. So, wir müssen hier permanent unseren Körper so ein bisschen. Oh, that's definitely not good. Alles klar. Ansonsten Beine sind in Ordnung. Okay, so, was war mir? It's all right. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. You remember how to do it? I can't say that I remember. Look for Molineria. It has long leaves without any markings and is surrounded by yellow flowers. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Roger that. Over and out. So. Stelle einen Verband her. Kleine Blätterhaufen. So, was ist hier? Super. Here I am. All wrapped up nicely. Does it hurt? Not much. Good. Hopefully, it will heal fast. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that, and I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully. Schön, dass er Untertitel gerade abgebrochen ist, finde ich gut. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Das ist schön, aber Tag 32, Jake, das hat aber lange gedauert. Come in. Jake, I need you here. Jake, please. Please answer me. Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia! What the hell's going on over there? Was? So, ich muss jetzt Mia finden. Alles klar. Das müsste jetzt. Jetzt geht's Spiel los. Das war's Tutorial. So ein kleiner Fun Fact zur Story. Oh, es geht weiter. Das kenne ich noch nicht.
Okay. Green Hell. Jetzt geht's erst richtig los nach 30 Minuten. War sogar ganz okay. Ist vielleicht auch eher was für ein Stream. Mal gucken. Sollten wir mal öfters wieder spielen. Ja, Spiel, hallo. Ich habe jetzt nichts gedrückt. Es lief alles automatisch. Hallo. Jake, what the hell is going on there? Come on, speak to me, Jake. ¿Por qué no me respondes? Okay, wir sind also, haben versucht, Mia zu erreichen. Wir wurden wahrscheinlich von dem Stamm gejagt. Und haben jetzt Mia. Probleme. Mia? God damn it, this radio. Okay, das Funkgerät ist für den Arsch. Überprüfe dein Ziel im Tagebuch. Hallo? Can anyone hear me? I had an accident. I don't know what happened. Please, help. Over. Okay, was ist los? Wo ist Mia? Sie hat mir, sie hat mich aus dem Minidorf angehört. Wovor hat sie Angst? Wovor bin ich weggelaufen? Fakten. Es ist der 33. Expeditionstag. Mein Tagebuch ist klatschnass. Ich habe keine Vorräte. Mia antwortet nicht. Okay. Suche Hilfe. Handbohrer, Verband, Seil. Okay, das haben wir ja schon alles gemacht. Molenia-Wirkung, einfacher Verband, etc. etc. Kennen wir schon. Mengenelemente. Fettquelle sind Nüsse, Früchte, Fleisch. Okay. Das ist soweit auch ganz gut. Geistige Gesundheit. Verzehr eines Produkts mit einer natürlichen Antistresswirkung. Verbessert den Geisteszustand. Ruhiger Schlaf erhöht die geistige Gesundheit. Okay. Wissen wir Bescheid. Hier können wir wieder ein paar Sachen erstellen. Jetzt kommt das ganze Craft-Menü. Bambus-Eingang, hölzerner Eingang, Seiteneingang, etc. etc. Für Leute, die da eher sagen, ja, ich habe eigentlich eher Bock auf Dingsbums. Kleiner Unterstand, Blätterbett, Hütten. Okay. Alles klar, dann wissen wir Bescheid. So, trotzdem würde ich gern, okay. Fakten, alles klar. Ist eigentlich ganz cool, dass das nochmal alles so ein bisschen aufgemetzt wurde. Ah, okay, wir haben nur noch das Funkgerät, alles andere ist weg. Okay, ist vielleicht nicht gerade die beste Ausgangssituation. Zumindest das, was wir im Tutorial zusammen geschustert haben, hätte ich gerne behalten. Aber dafür... Steinklinge, genau, da war ja was. Daran kann ich mich noch dran erinnern. Okay, müssen wir aufpassen. Die können wir nämlich auch werfen. Okay, aber ich glaube, Fische kriege ich damit keine. Ist die Frage. Was sagt denn meine Uhr? Okay, zumindest geht es uns einigermaßen gut. Wir können auch ein paar Sachen skillen. Okay. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, es fühlt sich so ein bisschen an wie neu. So, ich will jetzt erstmal nur die trockenen Blätter sammeln. So, Bananenblatt. Was haben wir hier? Bananenblatt. Was kann ich denn davon sammeln? Ja, warum eigentlich nicht? So, haben wir hier noch mehr. Es wäre schade, wenn die nur ein trockenes Blatt hätten. Super. Hat aber jetzt nichts. Keine Stöcke oder so gegeben. So, sammeln.
Hier haben wir schon mal ein paar normale Stöcke. Können wir uns daraus was bauen? Müsste eigentlich gehen. Herstellen. Da fehlt noch was. Okay, ich glaube, ich weiß auch, was da fehlt. Die Frage ist, finden wir das? So, erstmal gucken, dass wir genug Stöcke haben. So, 5, 6 Stöcke, 7, 8. Und noch ein paar kleine Stöcke. Super. Wunderbar. Hat sich schon mal gelohnt. Stöcke sammeln ist immer das Beste, was du machen kannst in solchen Spielen. ich muss hier gut aufpassen. Deswegen habe ich den Ton ein bisschen für mich hochgedreht, auch für euch. Weil wir hier natürlich auch ordentlich auf die Fresse kriegen können. Nein, nicht zerstören. Stock, hör auf zu. Okay, wir haben jetzt 10 Stöcke. Das passt. Und jetzt können wir mit den kleinen Stöcken hier natürlich das noch sammeln und kriegen dann kleine Stöcke raus. Wunderbar. Finde ich super. So, das ist aber auch schon alles, was ich von dem Spiel weiß. Der Rest war eher so... Meh. So, wir haben alles. Jetzt muss ich nur noch hier irgendwie gucken, dass ich irgendwie Sachen kriege. Wir müssen uns jetzt hier so ein bisschen durchschlagen. Wir haben natürlich zwar einen Kompass, aber wir haben keine Karte. Wir haben nichts, was uns zum nächsten Ziel bringt. Das bedeutet Survival, wie es im Buche steht. Okay, herstellen. Ja, geht das? Steinhacke. Super. Ich würde aber trotzdem gern nochmal hier 2 Steine nehmen. Wie, ich habe nur einen Stein. Oh, shit. Na gut, wenigstens habe ich eine Steinhacke. Aber keine Axt. Na gut, das müssen wir aber noch machen. Das bedeutet, wir müssen es noch finden. Ist natürlich jetzt die Frage, ist das hier so eine Art Tutorial-Insel, so dass hier noch nichts Böses ist und wenn wir über Dingsbums drüber gehen, sind wir natürlich ganz schnell gearscht, oder? Also die Frage ist, können wir uns hier noch einigermaßen safe bewegen? Ich weiß, dass es hier Schlangen gibt und alles und dass das gut Aua macht, wenn du da Probleme hast. Von daher bin ich ab und zu ein bisschen leise, weil zumindest Schlangen melden sich. Von daher passt das schon. Aber ich habe hier jetzt noch keine Steine gefunden. Ich glaube, die Steine habe ich unten, finde ich unten im Wasser. So, 8 Seile, das ist schon mal Liane. Ja gut, das sieht schon mal ganz gut aus. Und was haben wir hier? Obsidian. Klingt super, das ist eine kleine Höhle. Ist ganz nett. Die Frage ist nur, wem seine Höhle ist das? Sieht nämlich jetzt nicht so natürlich aus. Aber man weiß es nicht. So, Stöcke haben wir ja genug. Wir haben jetzt auch das kleine Inselchen hier erkundet. Das bedeutet, wir müssen hier rüber. Aber eine Sache gibt es hier noch. Und zwar würde ich gerne... Ich weiß nicht, ob ich das machen sollte.
Okay, der ist auf jeden Fall essbar. Verfall in einem Tag, 3 Stunden, das ist okay. Gut, das sind halt so Sachen, da musst du halt echt gut... Da musst du halt echt gut aufpassen. Weil du hier nie so ganz genau weißt, war es jetzt eine gute Idee? Dingsbums zu machen oder nicht. So, okay. Dann will ich mal gucken, ob ich hier irgendwas finde. Herstellen. Herstellen. Und vielleicht hier. Okay, hier finde ich also nichts mehr. Die Frage ist, finde ich hier noch ein paar Steine? Es wäre ein bisschen doof, wenn wir hier nur diesen einen Stein gefunden hätten. Oh, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Schon mal Seerosenblätter, die sind zumindest, soweit ich weiß, nicht giftig. Die Frage ist, ob das hier natürlich auch der Fall ist. Hier, dem Spiel traue ich relativ viel zu. Ja, Wasser trinken ist eine Sache, aber es ist unsicher. Hier müssen wir jetzt ganz gut aufpassen. Okay, ich könnte natürlich auch versuchen, hier runter das alles nochmal zu erkunden. In der Hoffnung, dass ich, ups. Oh, da hat mich das Wasser gerettet. Scheiße. Und das war jetzt nicht schlau. Fuck, ich brauche ein paar Steine, Mann. Wenn wir hier wirklich nur einen Stein kriegen sollte, wäre nämlich schön, wenn ich mir noch eine... Was ist denn eine Apfelschnecke? Meine Gesundheit ist nicht gerade die beste, aber hier gibt es sonst nichts. Na gut, ich hoffe, hier gibt es keine Wasserschlangen oder so. Na gut, okay, dann weiß ich Bescheid. Meine Energie lässt auch so ein bisschen nach. Bedeutet, wir müssten eigentlich so langsam uns ein kleines Basislager bauen. Zumindest mal ein Feuerchen und so ein Kram. Das muss man ein bisschen auffrischen können. Ist halt die Frage, ob ich schlafen muss dazu. Das ist gerade auch gesehen, der Vogel, der senkrecht aufgestiegen ist. Ich meine, Vögel, super, wunderbar, von mir aus. Aber bitte doch nicht so extrem. Jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen. Ist natürlich scheiße, dass ich noch nicht schlafen kann. Lebensmittel ver... Shit. Das war dumm von mir. Okay. Tagebucheintrag. Was haben wir denn hier? Steinaxt, Steinklinge, Fackel, Stock und Seil. Das klingt super. Wirkung. Okay, okay. Zero. So. Unbekannt. Antivenime Eigenschaften. Unbekannter Pilz. Unbekannter Pilz. Kohlenhydratquelle. Okay. Lebensmittelvergiftung. Nahrungsverzehr führt zum Erbrechen. Erbrechen führt zum Verlust von Mengenelementen. Eine Lebensmittelvergiftung wird vom Körper mit der Zeit auf natürliche Weise bekämpft. Die Einnahme von Pflanzen mit natürlichen Anti-Lebensmittelvergiftungen beschleunigt den Heilungsprozess. Okay. Keine Einträge. Okay. Jo. So, jetzt wird's interessant. Come on. Come on, Tim. Come
Come on! So, Feuer machen plus 1. Anzünden. Super, haben wir schon mal ein bisschen Feuer. So, was haben wir hier? Minus 2 Lebensmittelvergiftung. Ah, okay, ich verstehe. Das klingt super. So, die können wir jetzt... Wunderbar. Dann wissen wir schon, wir brauchen auf jeden Fall was zu trinken. Das ist das Problem, das haben wir nämlich nicht. Habt ihr eben was gehört? Das ist jetzt die Frage. Ist das jetzt draußen oder nicht? Ah, dieses Spiel macht paranoid. Okay, ist voll. So, die Schnecke, die können wir dann schon später machen. Ich gucke mich hier nochmal so seitlich so ein bisschen um. Ist also eine Spinne. Die greift uns bestimmt auch an, wenn wir ihr zu nahe kommen. Von daher bin ich ein bisschen... Warum leuchtet das? Ist es nicht dunkel? Wird es wieder hell? So. Protein und Energie, das ist cool. Essen gekocht, okay. Mhm. Ja, was Fleischiges könnten wir eigentlich gebrauchen. Okay, die behalte ich mal lieber. Man weiß es nie so genau. Man weiß es wirklich nie so genau. Die trockenen Blätter lege ich mal hier hin. Mal die kleinen Blätterhaufen sind zwar ganz nett, aber die verschwemmen zu viel Sicht. Gut. Könnte ich das irgendwie ausmachen? Du kannst deine Konstrukte zerstören, indem du mit einer Waffe auf sie einhaust. Alles klar. Ist jetzt die Frage, ob ich das will. Es wird hier allmählich hell. Da hinten ist noch eine Spinne. Ist die noch da? War die hier oder war die da? Okay, die ist weg. Gut. Dann weiß ich schon mal eines. Dann finde ich schon mal ganz gut, dass die Tiere nicht dauerhaft hier irgendwo rumbleiben. Okay, das sieht eher aus wie Dekoration. Das könnte was... Nee, ich glaube nicht. Schwierig immer so ein bisschen zu entscheiden, was ist jetzt gut und was ist nicht gut. Was kann man abbauen, was nicht. Jo. Na, viel habe ich nicht. Ich muss mich eigentlich auf die Suche machen. Aber diese scheiß Nacht, da sieht man fast gar nichts. Ist wirklich so. Also ich sehe hier noch ein bisschen was, aber ihr seht ja wahrscheinlich dann noch weniger als ich. Da unten gibt es ein paar Pilze. Ja, ist mir schon klar, aber ich habe hier einfach keine... Oh, hier. So, herstellen, herstellen. Steinklinge ist immer gut. Zack. Super. Dreck. Na gut. Wundert mich, dass der so leuchtet. Das ist meistens ein Anzeichen dafür,
Das ist Dingsbums, und dass der giftig ist. Was ist Dreck? Kann mir das mal bitte jemand sagen? Ja. Unbekannter Pilz. Okay. Alles klar. Haben wir entdeckt, aber nicht mitbekommen. Was ist Dreck? Dreck. Reinige deinen Körper mit Wasser. Erhöht die Chance, Wundinfektion zu leiden. Okay. So, Gürteltierfleisch machen wir mal. Energie. Neuer Tagebucheintrag. Parasit. Scheiße. -1 Parasit. Okay, der gibt einen Parasit. Und der nimmt ihn weg. Okay. Dann behalte ich den mal. Der ist nämlich echt gut. So, das dauert noch ein bisschen. Das ist soweit okay. Alles klar. Ich will mal gucken, ob ich mich hier irgendwie reinigen kann. Oder ob das automatisch geht. Ein Dreck ist hier. Ich will natürlich mein Feuer auch nicht aus den Augen verlieren. Aber ich habe hier noch Steine gesehen. Kleiner Sitzkasten. Was ist ein kleiner Sitzkasten? Parasiten. Wirkung. Erhöhter Verbrauch von Mengelementen. Bekannte Methode. Einnahme von Pflanzen mit natürlicher Regeneration. Okay. Großer Sitzkasten. Okay, damit kann ich wahrscheinlich Steine sammeln. Das ist okay. Ich hätte eigentlich eher gedacht, dass wir aus dem Stein vielleicht da auch was herstellen können. Egel! Super! So, Blutegel. Wo haben wir den denn? Den Lümmel. Ja, ist mir schon klar. Die Frage ist, wo... Ja, geistige Gesundheit -1. Wir finden also viel. So, Kratzer, Schramme, geistige Gesundheit, Mengelemente, okay, Egel. Wirkung, stört, verschlechtert Geisteszustand. Vom Körper entfernen, Lebensmittelvergiftung, Parasiten, Isonomie, verschlechtert, erhöht Energieausschüttung. Wenn du länger als 4 Stunden schläfst, ist der Effekt wirkungslos. Okay, und jetzt die Frage, was kann ich machen? Gehe ich mal pennen. God, I'm thirsty. Gut. Lagerfeuerrest und Kohle ist eigentlich immer ganz gut. Kohle mitnehmen. Man weiß ja nie, wofür man sie braucht. Das Problem ist, wir haben noch nichts zu trinken gefunden. Okay, von da komme ich. Dann will ich mal hier runtergehen. Ich bin natürlich durstig ohne Ende. Die Frage ist, was mache ich? Auf der anderen Seite könnte ich hier natürlich ein bisschen... Naja, bei dem einen oder anderen ein bisschen drauf scheißen, weil das ist ja jetzt nur... Fett gekriegt, du olle Schrapnelle. Ja, ich bin natürlich durstig, das ist das Problem. Ich habe keine Getränke, nichts. Oh,
Oh, diese Pflanze hat mir den Arsch gerettet, Leute. Da muss man aufpassen, das sind Ameisen, die machen bestimmt Aua. Okay, bei dem muss ich ein bisschen aufpassen. Warum können die im Wasser bringen und so einen Scheiß? Na gut, da möchte ich mich aber jetzt nicht. Ich habe einen Parasiten. Warum? Na gut, die Frage ist, warum habe ich einen Parasiten? Unbekannter Pilz, Lebensmittelvergiftung, okay. Oder habe ich einfach nur Hunger? Das war gut, das lief sehr gut. Bin natürlich jetzt dreckig, das macht aber nichts, weil ich hier am... Das mit dem Waschen, das haben sie neu reingeführt, ist vielleicht ganz nett. Macht natürlich auch einen Dingbums. Ist vielleicht auch ganz gut. Also bringt auf jeden Fall noch ein bisschen Realismus rein. Aber vielleicht, wenn man mal bedenkt, aus was man hier alles... Shit! Och, sei doch nicht so sauer. Unbekannte Kräuter. Boah. Vier Lebensmittelvergiftungen. Es war nicht so geil. Scheiße. Ja, das ist natürlich doof. Okay, ist egal. Wir haben die Stunde voll. Das letzte Test ist soweit fertig und ich hoffe, dass euch das Spiel gefallen hat. Ansonsten würde ich mal, wenn ja, lasst einen Kommentar und ein Like da. Dann würde ich das Spiel nochmal richtig mit euch spielen. Ansonsten sehen wir dann, wie es läuft und gucken dann einfach mal weiter. Ne? Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao mit V.